In den letzten Monaten häufen sich die rassistischen Übergriffe in der Gegend rund um die Buschallee und die Hansastraße in Weißensee bzw. Hohenschönhausen. So wurden am 17.05. zwei Menschen an der Buschallee rassistisch beleidigt und angegriffen. Am 1.07. wurde eine Familie mit ihrem 11-jährigen Kind aufgrund ihres vermeintlichen nicht-deutschen Aussehens aus dem Café bei Albert heraus angepöbelt, angegriffen und ausgeraubt. Vergangenen Sonntagmorgen wurde eine Schwangere aus Polen in der Tram beleidigt und bespuckt. Nach dem Aussteigen verfolgte sie der Täter weiter und griff sie und einen zu Hilfe kommenden Menschen auf der Hansastraße an. Diese drei Übergriffe sind in ihrer Brutalität erschreckend. Sie sind Ausdruck eines Stimmungswandels innerhalb der gesamten deutschen Gesellschaft. Rassistische Positionen werden immer stärker, ob am Stammtisch, auf der Straße oder im Bundestag. Und den allgegenwärtigen rassistischen Vorstellungen und Reden folgen auf der Straße Taten. Das soll nicht folgenlos bleiben. Wenn Menschen aus rassistischen Motiven angegriffen werden, müssen wir handeln. In der Gegend rund um die Buschallee und die Hansastraße gibt es ein Problem mit rassistischen SchlägerInnen. Auf Gegenwehr scheinen sie selten zu stoßen. So werden Straßenkreuzungen oder Tramlinien zu bestimmten Uhrzeiten zu Angsträumen für viele Menschen. Doch das ist jetzt vorbei. Wir werden den RassistInnen ihre Wohlfühlzonen streitig machen. Deshalb kommt am Donnerstag, den 23. Juli, zu unserer antifaschistischen Demonstration. Zeigt den RassistInnen, dass sie nicht ungestört sind. Wir kämpfen gegen Rassismus, ob in Hohenschönhausen, Weißensee oder sonst wo. Seid wütend, seid laut!